Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt das nächste Thema. Wir sind hier auf einer Sicherheitsmesse. Da geht es natürlich auch um das Thema Sicherheit. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, mal einen Fachmann zu dem Thema zu befragen. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Kriminalhauptkommissar Stefan Höltker. Sie beraten Verbraucher im Bereich Sicherheit. Was kann man sich darunter vorstellen? Also ich arbeite in der in der Kripo-Beratungsstelle in Münster. Und dort bieten wir jedem Bürger, der interessiert ist, an, ihn kostenlos zum Thema Einbruch zu beraten. Das heißt in aller Regel, dass wir ihn telefonisch oder auf der Dienststelle mit den Informationen, die die Polizei zur Verfügung hat, versorgen. Unter bestimmten Voraussetzungen beraten wir ihn auch zu Hause. Es gibt ja auch noch dieses Netzwerk Zuhause sicher. Was ist das? Das Netzwerk Zuhause sicher ist der Versuch, dieses schwierige und sensible Thema Einbruch auf viele Schultern zu verteilen. Das kann alleine eine Institution, ein Unternehmen kann das nicht schaffen. Wir verknüpfen Industrie, Versicherung, Handel, Handwerk und Behörden, um Informationsaustausch zu betreiben und diese geballte und abgestimmte Information dem Bürger kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es ist so, dass dem Bürger noch viele Informationen, glaube ich, fehlen. Deshalb fanden wir das auch ganz interessant, für Sie mal die Gelegenheit zu nutzen, um das hier zu senden. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wo wird denn schwerpunktmäßig eingebrochen? Also Opfer kann jeder werden. Die Einbrecher, mit denen wir es zu tun haben, die hauptsächlich diese Taten hinlegen, nennen sich bei uns spontan Gelegenheitstäter, auch wenn sie gut organisiert sind. Und die orientieren sich eher an der Gelegenheit als an der Sicherheit des Hauses. Wenn der Eindruck erweckt wird, es könnte sich lohnen und es ist ein unbewachtes Objekt, dann greifen diese Täter an. Und weil die Fenster- und Türtechnik in vielen, vielen Jahren sich da nicht gewandelt hat, sind die meisten Fenster und Türen eben mit wenig Aufwand, wenig Fachwissen sehr kurzer Zeit zu öffnen. Das heißt, man muss sich schon damit auseinandersetzen und mal Gedanken drüber machen. Und Sie beraten im Prinzip die Leute unabhängig, was man alles tun kann. Ja, genau. Wir versuchen auch den Menschen immer wieder klarzumachen, dass der materielle Schaden nicht das Hauptproblem ist, sondern dieses My Home is My Castle-Gefühl wird nachträglich und nachhaltig beeinträchtigt. Sie mögen nicht mehr nach Hause kommen, sie mögen ihr Haus nicht mehr verlassen. Sie schlafen schlecht. Wenn sie Kinder haben, schlafen die alle in ihrem Bett Tage, Wochen, Monate lang. Und das kann also auch wirklich ein Krankheitsbild ergeben, das behandelt werden muss. Und das ist das, was wir versuchen zu vermitteln und zu kommunizieren. Können Sie uns vielleicht oder unseren Zuschauern noch ein paar Tipps geben, wie man Einbrüche verhindern kann oder wie man sich effizient schützen kann? Ja, als erstes würde ich Ihnen empfehlen, sich kostenlos beraten zu lassen. Das ist ein bundesweites Angebot in unterschiedlichen Formen bei der Kripo-Beratungsstelle. Und dann kann man mit dem eigenen Verhalten eine ganze Menge machen. Also man kann Anwesenheit simulieren auf unterschiedlichste Art und Weise, mit Licht, mit den Autos, die man vor der Garage parkt, mit Schuhen, die man vor der Haustür abstellt. Da gibt es ein großes Bündel an Möglichkeiten, das man berücksichtigen könnte, die nichts kosten. Wenn man sich da einmal mit diesem Thema beschäftigt, erscheint es hinterher auch logisch. Und alles das zusammen in Verbindung mit einer guten Beratung und einer guten mechanischen Sicherheit am Haus erzeugt dann einen Verdrängungseffekt für Täter und lässt die Täter zu über 44% im Versuch stecken. Hört sich sehr plausibel an. Vielleicht sind für Sie die ein oder anderen Tipps dabei. Wir können auch nur raten, nehmen Sie Kontakt auf, informieren Sie sich. Im Internet findet man die entsprechenden Adressen und ich glaube, da machen wir einen Schritt voran. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie uns hier die paar Fragen schon mal beantwortet haben und Ihnen auch noch einen schönen Tag auf der Messe. Ja, vielen Dank. Ihnen auch eine erfolgreiche Messe. Ja, danke schön. Damit